Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir haben in der letzten Folge uns mit dem BM17 auseinandergesetzt und versucht, den Chevrolet hier hinten zu bergen. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Deswegen habe ich mir jetzt noch den International Pacer 5070 geholt. Einfacher Grund ist, der Pacer hat eine Differentialsperre, die der BM17 nicht hat. Deswegen fahren wir erstmal mit dem so ein bisschen weiter. Wir machen die Quest bzw. den Auftrag von Dyson Diesel, zerstörte Bohranlage. Wir müssen zum Bohrplatz erstmal Stahlträger bringen, dann Ölbohrer. Die kriegen wir wohl in der Smithfield-Talsperre, so wie das aussieht. Gucken wir mal. Und den Bausattelanhänger. Der steht da oben an der Fabrik. Wir fangen mit den Stahlträgern an. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal rüber ins Stadtlager. Ich habe schon Anhänger mit dabei. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. So, da sind wir auch schon angekommen am Stadtlager. Wir brauchen jetzt für unseren Auftrag zweimal Stahlträger. Eins. Zwei. Und damit fahren wir jetzt zum Bohrplatz. Könnte natürlich versuchen, hier irgendwo durchzukommen. Aber ich tendiere eher dazu, außen rum zu fahren. Weil ich glaube, wir fahren uns sonst wieder fest. Weil wir versuchen es einfach mal hier über das Sägewerk. Wenn das nicht klappt, ich Pech. Also einfach mal übers Sägewerk. Dann ab geht die Luzi. Och nö. Auch ein Wendekreis von dem Panzer. So, zum Sägewerk ist ja erstmal nicht so weit. Einfach hier geradeaus fahren. Allrad an und weiter. Schön die Straße hier lang.
fährt sich gefühlt auf jeden Fall noch ein bisschen ruhiger als der GM17. Weil das sind natürlich auch wahrscheinlich immer subjektive Eindrücke. Weil an der Strecke gerade gar nicht anders geht oder so. So, dann gucken wir mal, ob wir da rüberkommen. Und wie kommen wir überhaupt dahin? Soll ich hier außen rumfahren? Da kann ich ja mit dem... Komm mal hier lang. Oh ja, wir hätten... echt hier lang muss. Ist doch kacke jetzt. Aber dann schauen wir. Weiß zwar jetzt ein Zaun ein, aber Jolo. Wo war da noch so ein kleiner Baumstamm? Ja, da. Easy. Easy. Und jetzt einfach wieder hier hochballern. So, Lastengang rein, Differentialspiegel rein. Man merkt jetzt schon, dass er zu kämpfen hat. Aber vielleicht geht das gleich komplett in die Hose. Oh, langsam. Weil ich glaube, das schafft er. Ja, das mit dem mit den automatischen Windpunkten ist ein bisschen schwierig. Ich wollte jetzt beschleunigen. Aber jetzt einmal komplett in die Bremse zu gehen dafür, habe ich ja auch nicht eingesehen. So. Ah, falsche Taste. Wir nehmen die Sperre mal raus, packen erstmal wieder Allrad rein. Die Gewässerüberquerung hier vorne sollten wir auf jeden Fall recht gut hinkriegen. Dann sind wir ja auch schon fast da. Zack. Okay, das läuft überraschend gut. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir uns rausziehen müssen. Irgendwo. Dann wahrscheinlich doch außen rumfahren. Aber umso besser. Umso besser.
Ich denke auch, dass ich mittlerweile einfach zu vorsichtig bin, was das Spiel hier angeht und die Sachen deutlich aggressiver nehmen könnte. Aber bisher hat uns unser Weg eigentlich selten im Stich gelassen. Ist ja aber auch wirklich in der allergrößten Matschpfütze, das Abgabefenster, ne? So, angekommen sind wir. Das ist ja krass. Okay, wir müssen jetzt den Ölbohrer holen. Das heißt, wir fahren einmal rüber nach Smithville. Den Anhänger lassen wir erstmal hier stehen, glaube ich. Ja, wie kommen wir denn jetzt am besten nach Smithville rüber? Auch noch eine Quest festgefahrener Anhänger. Ach, wir fahren hier einfach mit dem Anhänger hoch zum Anhängershop und vertickern ihn da. Jetzt sollte er machbar sein. Können wir da auch vorsichtshalber nochmal nachtanken, weil ich nicht weiß, wie weit das in Smithville ist. Damit waren wir halt noch gar nicht. So. Gott, ist das matschig hier überall. Eigentlich müssten bei dem Sonnenwetter und so ein Matsch vorgehen ja hier. Alles voll mit Mücken und Moskitos und allen möglichen anderen Mistviechern sein. Das ist ja absolut ekelhaft. So. Gucken wir mal, ob das mit der gewissen Überquerung hier jetzt klappt. Ich wollte gerade sagen, Tempo haben wir eigentlich ein bisschen mitgenommen, jetzt aber nicht mehr. Aber das schaut, so tief ist er gar nicht. Das sieht auch relativ fest aus. Oh, das läuft. So, Tank ist auch schon wieder halb leer. Und wie gesagt, wir können ja oben am Anhängershop, wo wir den hier dann eventuell loswerden wollen, können wir ja neuen mitnehmen.
Mal kurz gucken, jetzt hier links. Dann kommen wir zur Straße, da rechts, okay. Wie gesagt, der kämpft sich überraschend gut auch durch den Schlamm jetzt auch so ohne Differential. Wobei wir sie trotzdem mal, also ohne Differentialsperre, wobei wir sie hier trotzdem mal reinschmeißen, nur um uns halt nicht noch weiter einzugraben. Weil das ist schon schwereres Gelände. Na komm. Beiß dich durch. Ich meine, wir kommen langsam vorwärts. Also wir sind noch in Bewegung. Also wirklich Tempo haben wir jetzt nicht mehr. Nur ich denke mal, der Anhänger hinten bremst auch noch mal ein bisschen aus. Mit den ich dran hätten, würde wahrscheinlich auch ein bisschen fixer gehen hier. Aber hey, man muss so Strecken halt auch mal mit dem Anhänger fahren. Und wir hätten ihn auch am Überplatz stehen lassen können. Aber irgendwann hätten wir ihn da sowieso wieder wegbringen müssen. Aber das ist auf jeden Fall mal definitiv eine Offroad-Fahrt mit dem Truck. Also der piest hier wirklich durchs Gelände. Also gut, der Piesen ist halt jetzt nicht mehr, aber wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Der gräbt sich hier wirklich durch. Wie weit haben wir es jetzt eigentlich noch? Oh, das ist schon noch ein Stück. Ich könnte im Übrigen doch problematischer mit unserem Sprit werden, als ich gedacht hätte. Weil 10 Liter pro Minute, so langsam wie wir hier vorankommen, ist schwierig. Sagen wir so wie das, ist schwierig. Wir könnten, wie gesagt, auch immer noch den Anhänger hier stehen lassen, aber ich will das Geld nicht einfach stehen lassen. Das ist ja bares Geld wert, dieser Anhänger. Ja? Jetzt machen wir mal kurz ein Stück zurück. Der Baumstumpf hier blockiert uns doch mehr, als ich gedacht habe. So, 73 Liter.
Gott. Komm. Leider für den auch noch nicht den verbesserten Motor, dass wir einen höheren Lastgang schalten könnten, aber... Dann würde er nämlich ein bisschen schneller gehen. Aber ich meine, es geht halt auch so, ne? Es sieht auch schon ordentlich abgedreckt aus, so. Wenn hier alles zu, da auf der Deichsel ist alles dicht. Bah. Ekelhaft. Selbst bis auf die Ladefläche hoch ist der Schlamm geflogen. Und da auch, ja, da sowieso, okay. Uiuiui. Ich glaube, da vorne ist die Straße, oder? Zieht der Gott falsch. Ist auch wieder recht tief und sehr sumpfig. Sind wir mittlerweile bei 50 Liter nur noch. Mal gucken, ob wir das schaffen bis zum Anhängerplatz. Wenn wir da sind, können wir den Anhänger verkaufen und kurz einen Tankanhänger holen. So rum. Tankauflieger-Anhänger ist doppelt gemoppelt. Kurz einmal wieder voll tanken und den im Notfall verkaufen. Wobei ich glaube ich auch den erstmal da stehen lassen würde. Nur für den Fall, dass wir in Smithville nicht nochmal extra tanken können. Und wenn wir den Ölbohrer abgeholt haben, auf dem Rückweg quasi noch mal tanken müssten. Komm her. Ich hatte recht, das ist der Weg zur Straße auf jeden Fall. Und das ist die Straße sogar. Easy. Dann müssten wir das vermutlich doch schaffen. Also vorausgesetzt, wir fressen uns jetzt hier nicht komplett fest. Oh Gott. Nein. Ach, vielleicht schaffen wir es auch doch nicht mehr. Verdammt. Mal kurz den Anhänger ab. Ob wir ohne den ein Stück weiterkommen. Okay, wir lassen den Anhänger erstmal hier stehen. Weil sonst haben wir nämlich. Kommen wir mit dem Sprit auf jeden Fall nicht mehr hin.
aber ich glaube, wir kommen auch so mit dem Sprint nicht mehr hin, so langsam wie wir hier rauskommen. Ah, ist das ärgerlich. Das ist ja mal richtig ärgerlich. Ja, jetzt stehen wir auch komplett wieder. Oder? Ne, wir bewegen uns langsam. Langsam, aber sicher. Ach komm, wir machen das anders. Motor abstellen. Werkstatteingang. Wir fahren jetzt mit dem Royal BM einmal da hoch. Und ziehen uns aus dem Dreck. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon. Hat er den jetzt hingewendet? Ach man. Wir ziehen den jetzt mal raus. Reicht das? Wir müssen noch ein Stück weiter. Erzähl doch nicht, dass das immer noch nicht reicht. So, jetzt haben wir ihn aber dran. Graben wir uns selber hier ein. Ach komm. Wechseln.
Ach, komm schon. Er sagt nee. Dann stellen wir ihn erstmal hier hin. Gott. Abstellen, Truck wechseln. Wenn man die Bremse auch rausnimmt, funktioniert der Ganze auch viel einfacher. So, hopp, hopp, hopp. Oder abstellen. So, wir haben uns auf jeden Fall mit beiden Trucks befreit. Tanken hier nur noch mal kurz ein bisschen auf. Wenn ich bis dahin schaffe, ich glaube, das wird aber nicht. Müssen wir doch mit ihm hier rückwärts fahren. Ja, ich dachte, wir kommen mit dem Sprit wenigstens noch neben ihm da vorne. Motor ab. Nachtanken. Ne, wir müssen... Zuerst den Truck wechseln zum Tanken. Ach, tanken. Mal zwei von mit. Gut, das hat jetzt natürlich alles nochmal ein bisschen verzögert. Den Anhänger müssen wir da hinten bei Gelegenheit nochmal rausholen. Ja, das soll es dann auch gewesen sein für diese Folge. Den Ölbohrer holen wir dann halt in der nächsten Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.